Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und ich habe euch vor einiger Zeit versprochen, dass wir mal ein Video machen werden über das Pocophone F1. Das günstige Smartphone mit dem Preis in der unteren Mittelklasse, aber mit absoluten High-End-Komponenten, hat es mir persönlich echt angetan. Irgendwie hat es was, dieses Pocophone. Es kostet ein Viertel von den High-End-Flaggschiffen, aber bietet trotzdem echt tolle Hardware. Wie Xiaomi das schafft, ist mir ein Rätsel. Aber wie viel der Hersteller in so ein günstiges Gerät quetschen kann, finde ich teilweise sogar faszinierender als manches dieser mega teuren Superphones. Speziell beim Pocophone F1 habe ich mich deshalb dazu entschieden, eine Serie an Anleitungen und Erfahrungsberichten zu beginnen. Ich will euch in diesem Video ganz einfach zeigen, wie ihr das meiste aus diesem Smartphone rausholen könnt, wie ihr es genau euren Wünschen entsprechend anpassen könnt und auch wie ihr als Nutzer im Microsoft-Ökosystem die Google-Dienste loswerdet. Der erste große Schritt in diese Richtung ist zweifellos die Installation einer Custom-ROM. Während MIUI 10 nicht schlecht ist, ist das Interface für meinen Geschmack doch etwas zu anders von Android und passt nicht wirklich zum schlichten Material Design der meisten Apps. Außerdem brauche ich eine ganze Menge der Apps von Xiaomi nicht und genauso sind auch viele Google Apps für mich reine Speicherfresser. Ganz am Anfang steht natürlich die Recherche. Ihr solltet euch eine Custom ROM aussuchen, die zu euch passt. Schaut dafür am besten im Forum von XDA nach, wo ihr neben den Features auch darauf schauen solltet, was alles nicht funktioniert. Wir werden hier Lineage OS auf dem Xiaomi Pocophone F1 installieren. Und wenn ihr euch noch nicht gut auskennt, ist das ein sehr guter Start. Die ROM wird von einer größeren, sehr aktiven Entwickler-Community hergestellt, basiert auf purem Android und unterstützt das Smartphone offiziell. Bekannte Fehler gibt es nicht, was grundsätzlich immer eine gute Sache ist. Aber das heißt nicht, dass es vollständig ohne Bugs ist. Das Beste an der Custom ROM ist aber, dass ihr nach der frischen Installation überhaupt keine Bloatware von Google oder Xiaomi drauf habt. Wenn ihr eure Custom ROM habt, könnt ihr schon mit der Vorbereitung eures Smartphones beginnen. Der Bootloader am Xiaomi Pocophone F1 muss entsperrt werden, wofür eine Registrierung mit einem Xiaomi-Tool notwendig ist. Nach der Registrierung eures Smartphones müsst ihr allerdings 3 Tage warten, bevor der Bootloader tatsächlich entsperrt werden kann. Der erste Link in der Beschreibung führt euch zum Download des Xiaomi Mi Flash Unlock Tools. Ladet die ZIP-Datei herunter und extrahiert die Dateien auf dem Desktop. Dann startet ihr das Mi Flash Unlock Programm, wo ihr euch nach der ersten Bestätigung mit eurem Mi Account einloggen müsst. Nach einer kurzen Überprüfung müsst ihr das ausgeschaltete Smartphone vom PC trennen. Zum Einschalten haltet ihr jetzt die Leiser- und auch die Ein-Aus-Taste gleichzeitig gedrückt, bis der Fastboot-Modus erscheint. Jetzt verbindet ihr das Smartphone wieder mit eurem PC. Sollte euer Gerät nicht erkannt werden, könnt ihr den Mi USB Driver installieren, welchen ihr im Ordner vom Programm selbst findet. Jetzt drückt ihr auf Unlock und wenn ihr das nicht vor 3 Tagen schon mal gemacht habt, dann werdet ihr gebeten, diese Zeit abzuwarten. Xiaomi macht das, um zu verhindern, dass das Gerät von einem Zulieferer mit Bloatware oder Schadsoftware infiziert wird. Also jetzt müsst ihr 3 Tage warten, könnt das Smartphone aber dazwischen ganz normal verwenden. Wenn diese 72 Stunden vorbei sind, macht ihr das Ganze nochmal, klickt dann auf Unlock und bestätigt, dass all eure Daten damit gelöscht werden. Wenn ihr all diese Meldungen bestätigt habt, beginnt der Unlock-Prozess. Dieser dauert wenige Minuten und das Smartphone startet dann ganz normal bis zur Einrichtung. Als nächstes müssen wir eine neue Recovery installieren, über die wir dann verschiedene ROMs installieren können. Wir verwenden hierfür TWRP, die vergleichsweise einfach zu bedienen ist und auch recht viele Funktionen bietet. Die aktuellste Version der Recovery findet ihr als zweiten Link in der Beschreibung. Wir bieten übrigens nur Download-Links zu offiziellen Seiten an, sodass ihr euch darüber keine Sorgen machen müsst. Um diese Recovery zu installieren, brauchen wir allerdings die Android Debug Bridge, kurz ADB. Die ist normalerweise Teil der Android-Entwicklerwerkzeuge und das ist ein ziemlich riesiges Programm. Zum Glück gibt es die ADB allerdings auch als kompaktes, einzelnes Paket. Den Download-Link zu der aktuellsten Version haben wir als dritten Link für euch in die Beschreibung hinterlegt. Wenn ihr das ADB-Setup heruntergeladen habt, installiert ihr das Programm einfach auf eurem PC. Ihr bestätigt erstmal den Admin-Dialog und drückt dann bei der Frage in der Konsole auf Y und bestätigt das dann mit der Eingabetaste. Wenn die Installation abgeschlossen ist, solltet ihr auf dem lokalen Datenträger C oder dort, wo eben Windows installiert ist, direkt einen Ordner namens ADB finden. In diesen Ordner kopiert ihr jetzt die vorher heruntergeladene TWRP Recovery. Ändert den Namen einfach auf TWRP, dann habt ihr es beim Abtippen etwas leichter. Im ADB-Ordner haltet ihr jetzt die Shift-Taste gedrückt und macht einen Rechtsklick. Im Kontextmenü wählt ihr dann PowerShell-Fenster hier öffnen. Jetzt startet ihr das Smartphone erneut in den Fastboot-Modus, indem ihr wieder die Leiser-Taste sowie den Ein-Aus-Knopf gedrückt haltet. Verbindet jetzt das Smartphone mit eurem PC und gebt die Befehle genauso ein, wie ich das hier mache. In der Beschreibung ist eine Anleitung verlinkt, wo ihr die Befehle auch einfach kopieren könnt. Fastboot Devices zeigt euch erstmal an, welche Geräte mit eurem PC verbunden sind. Hier sollte zumindest etwas zu sehen sein, ein paar Zahlen für das Smartphone.
Wenn das zutreffend ist, gebt ihr Fastboot Flash Recovery twrp.img ein, wodurch der Flash-Vorgang für die Recovery gestartet wird. Das dauert nur ein paar Sekunden. Danach startet ihr das Smartphone in die Recovery, indem ihr den Befehl Fastboot Boot Recovery benutzt. Jetzt könnt ihr auf die Recovery zugreifen. Wenn ihr dann dieses Menü auf dem Smartphone seht, hat soweit alles gut funktioniert. Geht aber zuerst auf Reboot System, denn wir brauchen ja noch zuerst die ROM. Jetzt könnt ihr schon eure Custom ROM herunterladen und wir beginnen langsam mit der Installation. Als vierten Link in der Beschreibung findet ihr einen Link zu der aktuellsten Version von Lineage OS. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne auch eine andere ROM nehmen. Ladet also die ROM auf euer Smartphone herunter. Ihr könnt die ROM auch gerne auf euren PC herunterladen und müsst dann das Smartphone per USB verbinden. Aktiviert dann die Dateiübertragung am Smartphone und kopiert die ROM-Datei einfach direkt auf den internen Speicher eures Pocophone. Nun schaltet ihr das Smartphone aus und gebt es mit der Leise-Taste in den Fastboot-Modus. Jetzt öffnet ihr erneut per Shift und Rechtsklick die PowerShell im ADB-Ordner und gebt wieder den Befehl Fastboot Boot Recovery ein, damit ihr wieder in das Recovery-Menü kommt. In der TWRP Recovery geht ihr jetzt oben links auf Install und sucht euch eure Custom ROM-Datei aus. Bei mir ist die direkt im ersten Ordner ganz unten gespeichert. Wenn ihr die ROM-Datei auf dem Smartphone heruntergeladen habt, dann wird die wahrscheinlich irgendwo in Downloads zu finden sein. Hier klickt ihr jetzt einfach drauf und wischt unten nach rechts, um den Vorgang zu starten. Das kann dann ein paar Minuten dauern. Wichtig ist, dass ihr als nächstes zurückgeht zum Startbildschirm von der Recovery und dort Wipe auswählt und einfach mal nach rechts wischt. Die Custom ROM würde nämlich so eure Daten, Einstellungen und Apps von vorher beibehalten. Das ist übrigens keine gute Sache, weil echt vieles dann nicht korrekt funktionieren würde. Macht also den Factory Reset in TWRP und richtet euer Smartphone dann neu ein. Wenn ihr dann Lineage OS eingerichtet habt, werdet ihr sehen, dass das System einerseits extrem nahe an Stock Android angesiedelt ist, was ich persönlich mega gut finde, andererseits ist euer Smartphone endlich frei von Bloatware und anderem Mist. Jetzt könnt ihr grundsätzlich so weitermachen und habt ein völlig Google-freies Android-System. Mit F-Droid könnt ihr zum Beispiel einige Google-Dienste inoffiziell nachrüsten. Ihr könnt aber auch nur den Google Play Store installieren. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Dazu geht ihr einfach am Smartphone in den Browser und sucht nach den G-Apps. Einen Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Hier wählt ihr dann jenes Paket aus, welches für euch am besten passt. Nachdem Lineage OS 16 auf Android 9 basiert, wähle ich ARM64, Version 9 und dann eines der Pakete ganz rechts. Wenn ihr nur den Play Store wollt, weil YouTube, Gmail und Co., was auch immer ihr brauchen solltet, könnt ihr ja darüber nachinstallieren, würde ich das Nano-Paket empfehlen. Dieses ladet ihr dann einfach auf euer Smartphone runter. Auch diese Dateien müsst ihr aber über die Recovery installieren. Für einen schnelleren Weg zu TWRP geht in die Einstellungen eures Smartphones, dann ganz unten zu Über das Telefon und klickt mehrfach auf die Bildnummer ganz unten, bis ihr ein Entwickler seid. So einfach geht das. Dann geht ihr zurück zu System, Erweitert und wählt Entwickleroptionen. Hier findet ihr dann die Option Erweiterter Neustart. Dann könnt ihr beim Neustarten auch direkt die Recovery auswählen. Wenn ihr dann in TWRP angekommen seid, geht auf Install, in meinem Fall dann zu Download und installiert auch die Google Apps. So, das war's auch schon mit dieser sehr ausführlichen Installationsanleitung für Custom ROMs am Pocophone F1. Ich danke euch herzlich fürs Zusehen und würde mich sehr über ein Abo freuen. Wenn ihr unsere Arbeit noch etwas mehr unterstützen wollt, könnt ihr gerne auf unserer Patreon-Seite was spenden. Schon eine kleine Summe würde uns enorm helfen. Vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.